Ich bin Manuel und ich bin wieder zurück in Minecraft Aura. Ich überlege gerade, ob es sich nicht lohnen würde, jetzt schon die nächste Etappe da umzubauen. Habe ich dafür denn genug Mats? Welcher Bonus ist es nochmal? Nee, habe ich nicht. Stein, Ziegel, Stein. Ah, doch, habe ich wohl. Okay. Ach cool, der Timer ist sogar wieder falsch. Mann, back das rum. Ach Gottchen, Leute. Ach Gottchen. Schauen wir mal eben, auf welcher Höhe befinden wir uns denn gerade. Höhe 145. Oh nein, oh nein. Nicht wieder das Problem. Habe ich das denn geschafft? Okay. Okay. Komm. Komm, komm, komm. Wenn ich das nächste PvP-Event gewinnen sollte, Leute, dann werde ich wahrscheinlich etwas ziemlich Komisches machen. Also nicht das nächste, sondern allgemein, wenn ich nochmal eins gewinnen sollte. Ich guck mal ganz kurz, ich habe mir das doch 190 sollte wieder eine Ebene hin. 100. Oh nein, jetzt werde ich wieder nicht verstehen, wann ich es setzen darf. Ihr kennt mich doch, Leute. Das ist 100... Sekunde, okay. Ich pack das... So. 190. Ich rate einfach mal. Och, Mann. Hätte nicht richtig raten können. Ach, scheiße. Ich hätte mir vielleicht auch mal merken sollen, wo das jetzt genau platziert wurde. Ah, ah, oben. Und, ja, gut. Half Steps. Richtig schön. Eben alles zuklatschen. 190 kann ich wieder zumachen. Ach Leute, so ist das doch schön. Ja gut, ich kann hier immerhin schon mal stehen. Das ist doch schon mal was. Dann machen wir mal eben so. Zack. Genau, und über mir sollte ich das jetzt vielleicht auch kurz schließen. Ein bisschen weiter oben. Nicht, dass das zu nah ist. Zack, 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 zack. Nicht, dass einer von oben kommt. Was eigentlich gar nicht geht, aber egal. Ach man, geht das schnell. Ich hasse es. Wenn man irgendwas von einer Leiter oder so abbaut, dann hat man keinen Halt, keinen Boden und dann dauert das immer alles Jahre. So, 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 und so. Und dann... Hallo Welt, kannst du mich hören? Lass mich nicht beim Rausgehen stören. Boah, cool, endlich mal ein Blick nach unten, ey. Dieser scheiß Fock, der vorher immer an war. Immer dieser Fock. Warte mal, wie habe ich das denn nochmal gebaut? Nein, ich hab's vergessen. Scheiße, Mann. Ich könnte eine Abkürzung nehmen, aber... Ich kann es mir leisten, Leute. Ach, ich habe genau, ich habe glaube ich diese... Oh, danke. Diese Half-Steps hier geplantet und dann rundherum. Okay, okay. Das kann ich mir sogar vielleicht behalten. Im Kopf. Vorher... Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist mir auch mal passiert. Hä? Ach ja, das war ja... Eben, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das waren provisorische Blöcke, aber natürlich keine Halbblöcke. Ach, Manuel. Ja, hä, was? Achso, ich bin schon halb wieder auf den Leitern. Okay. Gut, die Steine hole ich gleich ab. Ach, Mann, da werden wir heute gar nicht so viel schaffen. Ah. Steinziegelstufe. Ich habe immer Steinziegelstufen. So. Ach, genau. Ich habe übrigens, der ein oder andere wird es vielleicht auch schon auf Twitter gesehen haben. Hier komme ich mir gerade vor, wie... Also ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu, weil Izzy das auch in seinem Part erwähnt hat. Zwar nicht auf mich bezogen, sondern auf sich selber, aber egal. Und zwar gibt es ein neues Shirt. Und da ist bei Tumal mal drauf zu sehen. Also wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr euch gerne mal angucken.
Die Frage ist, will man sowas unbedingt tragen? Aber ich fand die Idee lustig. Ich fand die Idee cool, deswegen. Ja. Okay. Ach man. Oh, egal. Egal. So. Wie heißt das nochmal? Bitscan Baron? Nein, wie? Oh Gott. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es noch ein breiter, länger ist. Oh Gott, Manuel. Manuel. Oh, alter Junge. Was ist denn los? Oh, oh, ha, ha, hm. Und ja. Ich glaube... Na doch, 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 oder? Ach, wisst ihr, wenn mich hier wirklich einer runterkickt, dann kann ich immer noch die Enderperle nutzen. Ich sollte hier wirklich mal irgendwelche... Weiß ich nicht, irgendwelche... Zauntüren hinpacken, dass ich dann eventuell runterspringen oder irgendwie mal wenigstens so ein bisschen runtergucken kann. Aber egal, das ist sowieso einfach nur, weil ich es kann. So. War das so? Nee, warte mal. So. Ach, keine Ahnung. Braucht er mich nicht fragen, Leute. Braucht er mich wirklich nicht fragen. Ich habe doch keinen Plan. Hier sollte jetzt überhaupt nicht spawnen. Ist ja klar, Half-Steps und so. Toll. Ich hätte den Weg... Oh! Gerade mit der Enderperle lieber komplett runternehmen sollen. Hätte ihm ein bisschen Zeit gespart. Alleine wie lange ich brauche. 1, 2, 3, 4 und dann der Block. Okay. Ah ja, ist sogar gleich. Alleine wie lange ich brauche, um hier runterzukommen, ist schrecklich. Stein! Ja, ist alles nicht so das Wahre, ne, Leute? Alles nicht so das Wahre. Warum war das... Egal. Okay. Okay, zusammen. Okay, zusammen. Dann gehen wir nach unten und machen jetzt einfach mal ein paar Sachen, die wir sonst nie gemacht haben. So. Metzger Weizen. Bitzken Stein wieder reinpacken. Immer Bitzken, Leute. Das ist mein Motto. Immer Bitzken. Die Axt können wir auch wegpacken, ja. Oh ja, ja, schmeckt. Aber es hat, da ist sowieso gerade so viel Platz. Schnolo Modder Schnolo, sag ich da nur. Das Gefühl, ich habe irgendwas... Ah, da. Genau. Die hätte ich fast vergessen. Dann natürlich eine Enderperle, falls ich runterfalle. Das darf nicht passieren, Leute. Das darf natürlich nicht passieren. Ah, hier habe ich auch noch Stein. Ha. Sehr gut. Oh, Knochen, ja. Das schmeckt lecker nach Pizza, Okay, das nehme ich mit und dann gehen wir hier weg, Leute. Dann gehe ich hier einfach weg. Kurz mal irgendwas verzaubern. Und schlafen geht nicht, weil es noch nicht Nacht ist. So. Hallo. Hallo. Danke. Schärfe 1. Danke. Danke, meine Fans. Danke. Autogramme gibt's hier nach. Autogramme gibt's hier nach. Darf ich jetzt schlafen? Ach Mann. Genau. Erstmal wieder zu dem Feld. Ihr fragt euch sicher, hey zusammen, Manuel, warum? Warum holst du den mal schneizen? Ganz einfach. Ich möchte das eintauschen. Und zwar gegen irgendwelche tollen Items bei den Villagern. Toll, oder? Wie ist das toll? Schreib, setze die Kommentare. Zaun habe ich vergessen wegzupacken. Toll gemacht. Richtig toll. Richtig toll, Manuel. Ganz toll. Ah ja, richtig schön voll. Alles mit den Weizen. Oh, ich habe den Samen voll machen. Oh. Okay. Das, nee, interessiert mich nicht.
Dann natürlich den Rest. Oh. Den Rest wegpacken. Danke für euer Weizen. Ach genau, hier kann ich jetzt auch durch. Das ist richtig toll. Habt ihr richtig dafür kriegt er. Ach, bin ich behindert. Daumen hoch von mir. Wirklich. Von mir kriegt er immer. Oh, fast der Enderperl genutzt. Aber nur fast. Und dann nutzen wir einfach mal das Knochenmehl, was sowieso kein Schwein braucht, um diese ganze Scheiße ganz schnell wachsen zu lassen. Obwohl, eigentlich könnte ich echt jede einzelne Folge das hier wieder abbauen. Also rein theoretisch. Wenn ich die Folgen irgendwie nicht hintereinander aufnehme. Oder wenigstens ein bisschen warte. Das ist aber auch überhaupt nicht effektiv, ne? Kann das sein? Ah, ist ja vollkommen egal. Wir brauchen es sowieso nicht. Wir brauchen das sowieso nicht. Wenn es hierfür eine sinnvolle Verwendung geben würde, dann würde ich es dafür aufbewahren. Aber vor allem sogar, wenn es eine sinnvolle Verwendung geben würde, können die Leute einfach zur Mobfarm gehen und innerhalb von 2 Sekunden neue Knochen sammeln. Oh ja, oh ja, ganz viel, ganz viel. Zack, zack. Ja, noch ein. Ja, hat sich voll gelohnt. Nee, die Kartoffeln oder was auch immer das ist, will ich jetzt echt nicht abfarmen. Denn die Zeit wird knapp und das möchte ich eigentlich noch gerne machen, was ich vorhabe. Ha, so. Sehr schön. Und warum ist hier keine Hacke drin? Verstehe nicht. Verstehe nicht. Finde ich echt dreist. So. Erstmal zur Mobfarm. Den Weg hier hat Tuttle richtig schön gemacht, aber keine Ahnung, warum er das hier nicht gemacht hat. Verstehe ich nicht. Und ich glaube, hier ist irgendwas nicht richtig ausgeleuchtet. Hier ist nämlich letztens irgendwas gespawnt und das ist gefährlich. Ach genau, hier spawnt er gar nicht viel. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Denn es gibt einige Leute, die ihre Sachen überhaupt nicht ausgeleuchtet haben und deswegen spawnen da jetzt stattdessen die ganzen Drecksviecher. Komm schon, verreck. Ja, yeah, toll was du das, ja, ja. Ja, 2 Level, sich auf jeden Fall richtig gelohnt, Leute. Ich war, glaube ich, selten so stolz auf mich. Guten Tag, hey, willst du mich töten? Okay, dann nicht. Ach, hallo Kuh. Ah, ah. Genau, dann gehen wir mal ganz kurz noch etwas Humanes tun. Was heißt human? Ich züchte die, damit die ficken und dann schlachte ich die nachher. Ja, geil, da ist auf jeden Fall viel los in der Hood. Warte mal. Hier, komm. Ein bisschen Weizen da rein. Dann hier in die dritte Weltkiste ein paar Knochen und ein bisschen... Okay, den afrikanischen Kindern einfach mal eine Kartoffel geklaut. Ah, Sekunde, dann kann ich direkt noch den Müll dahin packen. Hier kriegst du das noch. Und das noch. Und dann gehen wir nochmal eben nach oben. Habe ich dafür überhaupt genug Level? Effizienz 1? Effizienz 1? 2 Level. Ja, guck mal. Ja, guck mal an. Na, guck doch mal. Genau. Ab zu den Villagern, falls ich das noch rechtzeitig schaffe. Ja, ich hüpfe durch die Gegend. Ich bin der Manuel. Ich hüpfe durch die Gegend. Ey, ohne Scheiß, ihr Drecksinzuchtkinder, ne? Ja, geil. Ach du Heilige. Okay. Ich denke mal, die sind hier eingesperrt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Hä? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Sind die alle tot? Da oben ist einer drin, da unten ist einer. Ich glaube, es wurden einfach alle anderen getötet. Kann das sein? Nein, nein! Ach, Mann. Ach, Scheiße. Armando. Aber egal, das läuft mir nicht weg. Das läuft mir nicht weg, Leute. Gehen wir nochmal ganz kurz eine Sekunde zur Mobfarm. Warum? Weil ich es mir leisten kann.
Ah, doch, sind schon einige. So, explodier, Creeper. Ich habe alle angeschlagen. Jetzt kannst du... Danke. Und... Okay, ein bisschen wenig. Aber waren auch, glaube ich, noch nicht so viele Mobs drin. Vor allem, es macht einfach keinen Schaden. Es wird dich darüber beschwert, dass die Mobfarm nicht sicher ist, aber... Welcher Spasti rennt denn bitte mit einem Herz hier hin und stirbt dann da dran? Also, es ist noch nicht passiert, aber das ist die einzige Möglichkeit, hier dran zu sterben. Und effektiver ist er dadurch eigentlich auch, denn wie gesagt, diese ganzen Level, das pachtet sich ja, wenn man die einzelnen Gegner anschlägt. Oh, danke. Ein Eisen haben wir, okay. Gut, dann bringe ich nochmal eben den ganzen Müll weg und dann, jawohl, das schaffen wir nicht mehr. Ich würde sagen, das war's, wenn etwa die Parts bewerten würdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gut, dass ich das auch im PvP-Event alles wegbringen kann. Tschüss.